Herzlich willkommen bei Gartenvideo.com, hier in einer Gärtnerei, die immer wieder gut ist für neue Pflanzen. Lieber Norbert, du hast hier eine Bidens, die kennen wir. Eine wunderbare gelbe Pflanze, für Balkon geeignet, aber auch für den Garten. So ist es, sehr geeignet für Balkonpflanzen, aber auch Rabattenpflanzen. Sie sind ein Dauerblüher, mögen die Hitze gut ertragen und sind sehr kompakt gezüchtet, die gelbe Sorte, die man kennt. Die kennt man. Und jetzt schauen wir einen Stockwerk tiefer. Hier sind die Neuheiten und hier ist etwas, was wirklich ganz besonders ist und wahrscheinlich erst im nächsten und übernächsten Jahr so richtig verfügbar ist. Diese Pflanze hier ist orange und wuchskräftig, wie man sieht, gewaltig. Das ist so. Diese Pflanze ist ganz neu auf dem Markt. Es sind Versuchspflanzen. Nach meiner Ansicht nach kommt das wunderbar. Es gibt eine so schöne Bodendecksorte und sie erträgt Regen, erträgt gut Kälte, also bis 0 Grad, wenn sie abgehärtet ist. Und dann, das ist eine gewaltige Sache. Also eine wunderschöne Bodendeckerpflanze. Hier haben wir verschiedene Blätter. Einmal ein größeres Blatt und einmal ein kleineres Blatt. Was unterscheidet sie noch? In dem Farbspiel. Vom Orange. Wenn man es genau anschaut, ist die Blüte anders. Man sieht es jetzt gerade sehr gut hier. Und das ist eine andere Gattung. Aber sonst vom Wuchs her an und für sich dasselbe. Die Ansprüche haben wir schon gesagt. Wahrscheinlich braucht so eine Pflanze auch viele Nährstoffe. Ja, das ist eigentlich in der Regel so. Ballenbeet, Balkonpflanzen ohne Flüssigdüngung zum Nachhelfen wird es eng für die Pflanze. Also die Nährstoffversorgung, die sollte wirklich optimal sein. Und da spricht natürlich der Biogärtner, biologisch düngen, dann wachsen die Pflanzen wunderbar. Also Kompost gebe ich immer zum Beispiel in ein Hornspäne, eine wunderbare Pflanze, ja. Wunderbarer Dünger bei dieser Pflanze. Ich habe es letztes Jahr, und zwar die weiße Form, bei mir bei den Rosen als Unterpflanzung gesetzt. Es war ein Wahnsinn, das war ein weißer Blütenteppich, obwohl der Sommer eigentlich verregnet war. Das ist so. Die erholen sich so gut und so schnell von einer Schlechtwetterperiode und die sind so blühkräftig, dass es fast nicht ins Gewicht fällt, wenn mal eine Schlechtwetterperiode über mir gehen lassen müsst, oder? Eine Neuheit, die es im kommenden Jahr gibt, wie immer, Gartenvideo.com hat immer was Neues. Viel Spaß beim Garteln.